It's that Zep Supo, no Hashima flow. Yeah, yeah, yeah. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Together Terra mit Aria. Hallöle. Ich bin zu dick, um darüber zu springen. Jetzt geht's. Okay, dann öffnen wir das schon mal. Jedenfalls eine davon. Ja. Und die Sachen öffne dich. Und du? Nee, eine fehlt noch. Und Sesam, öffne dich. Und du? Ja. Gehen wir runter. Und du. Keine Ahnung. Die gehen wir zu. Ja. So funktioniert das auch im echten Leben. Sie geht von der Lehne wieder zu. Ja, was machen wir denn? Kisten? Ah, machen wir schon mal auf die Kiste. Ich steige hier sonst hier nicht durch. Ja, das Motto passt. No game, no life. Oh. Ja, kommst du? Wir müssen jetzt hier vorne hin. Ja, warte, ich muss mir doch das nächste Büder. Sehr schön, noch ein Level ab. Wir haben gleich die 20 erreicht, noch zwei Level. So, gerne. Ja, was müssen wir da hinten hin? Gerne. Ach, neue Skills, oder was? Aber sowas. Aha. Gerne. Ja. Und wir haben ausgelernt fürs Erste. Oh, was war das hier für eine? Ach, das! Okay, jetzt habe ich auch endlich mal meinen ersten Flächenangriff. Hat ja auch noch ein paar Worte gedacht. So, okay. So, 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 so. Was? Gut, in eurem Posteingang liegt ein minderwertiger Mana-Trank. Dankeschön, dass ich minderwertig bin. Schön, dass du das mitkriegst. Halt die Labe. Wir haben auch eine Muck. Ja, ich bin gerade am Umrüsten. Ja. Minderwertigkeitskomplex erfüllt. Terra. Ja, nehmen wir. Annehmen. Das spielt man nicht. So, hier drüben ist Party. Okay, machen wir gleich mal einen auf WoW, wa? Leroy Jenkins! Okay, jetzt geht's noch. Kommt mal rein, sagt mir. Hallo, noch da? Ja, ja. Ich bin gerade Leroy Jenkins Modus hier. Ich sprach das ja. Leroy Jenkins Modus. Ich hab's gehört, Boss. Ich hab's so. Ich kam mit den Cooldowns nicht klar gerade. Ja, das dachte ich nicht. Noch wieder beleben drücken, oder? Warte. Ja, du hast doch noch eine Flasche, oder nicht? Ich kann jetzt hier aber nichts auswählen. Achso, warte, dann guck ich mal, ob ich dich beleben kann. Mach das noch hier den Enkel, oder was? Man merkt gleich, Aria ist hier zu Hause. Oh, mein Zuhause ist nach wie vor Arion. So. Wo bist du denn? Da. Genau da. Ach, komm schon. Soll ich mich nicht doch so wiederbeleben? Ja, ich glaube, das wäre vielleicht ganz gut. Okay. Das hier der Ort. So, werde ich jetzt woanders hin teleportiert oder was? Kann sein. Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Ach, da bist du, okay. Dann nehmen wir jetzt doch mal das Reittier hier. Jo, okay. Ach, die da sollen wir erledigen. Okay, dann noch was für das. Boom. Ich schmecke mein Schwert, du. Spastenanfälliges Ass. Etwas. Deine Bö. Ist Unkraut, ich will es noch nicht fressen. Gut, das war's, glaube ich. Ah ne, andere müssen wir auch noch machen. Na, ich muss da unten noch mal ran. Aber ich habe es echt gewusst, dass du der erste bist, der hier drauf geht. Wie ich bei den Arion, ey.
Hier ist komplett umgedreht, das merkt man richtig. Ist so gut. Hast du mal einen Vorteil? Halbwegs. Hab immer noch den schweren Charakter. Ich weiß nicht, warum ich das immer mache. Okay, wo waren wir vorhin? Achso. Leroy! Jenkins! Oh, der Mega. Okay. Waren das jetzt alle getroffen? Ah, da sind noch welche. Der hat sich auch geschissen. Da komm her mit. Okay, ich habe alle. Ich drehe mich hier noch ein paar Mal und dann passt halt schon. Sicher, dass du denn wieder endest wie vorher? Nein. Ich hoffe mal doch mal. So, mit denen, die mal treffen müssen, steht das nicht am Arsch der Welt. Okay. Das ist ein tolles Spiel. Also warte schon mal kurz auf den kleinen Herrn. Ausgeschissen hat, dauert oh, ich schub dich um, du Wisch. Ja, ja. So, ich glaube, ich bin da durch. Ja. Monstropo. Wir haben noch zwei Sachen in der Post bekommen. Ein ja. Blauer Trank. Und eine Schriftrolle. Lösche. Wer will hier meine Bö? Hau ab, du. Lösche. Und lösche. Das soll man teleportieren hier, oder? Ja, mit das Ding da. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es geht. Nee, verbindet mit einer Reichweite. Ah, okay. Ich kann dieses Gebet jetzt nicht betreten. Ich habe erst jetzt die wiederum Wiederbelebungs bekommen. Ach, Mann, wir sind in einer Gruppe. Ich kann das Ding ja gar nicht ab. Ja, kann man die Gruppe verlassen? Ja, ja. Okay. Das ist ein bisschen fies, finde ich, dass man das nicht in der Gruppe machen kann. Aber dazu sind auch die Dungeon hier ziemlich schwach, wenn man ehrlich sind. Mhm. Ich muss mal kurz meine Shisha tanken. Ja, muss man mal sehen. Was sind wir denn hier? So, ich bin hier im Hide, oder? Hier müssen wir bloß zuhören. Okay, ich bin eh so eine Art Geist oder sowas. Genau. Wen soll ich jetzt zuhören? Irgendwen, ist egal. Oh ja, Gollum. Ne. Ne. Ich weiß es nicht. Eins, ja. Ich hab da keine quasselt, Ahnung. Da quasselt irgendwer. Einfach ein bisschen warten. Okay. Mich, das steht ja auch im Teil oben, belauscht das Gespräch. Jetzt sind die alle weg und ich bin wieder sichtbar. Okay. So gehört sich das. Das erinnert mich so damals an der Stasi-Zeit. Wieso sind da auch alle unsichtbar geworden? Ja, da waren wir auch in jeder Stube. So, wo müssen wir hier hin? Da hinten. Nee, da nicht hin. Zum Teleporter zurück. Ich glaube, die teleportieren lassen. Todboss. Okay. Dort ist schon nichts auf hier. Und Level up. Braucht ihr Hilfe? Ja, ganz viel. Ohne Minigun und einen Raketenwerfer. Wir haben auch ein Paketchen bekommen bei dem nächsten Teil. Ich sehe kein Paket. Nein, beim nächsten Teil bekommen wir ein Paket. Du hast wirklich jeden Scheiß hier gemerkt, oder? Nö, war das gerade in der Teil bei der Quest. Ein bisschen durchgucken kann man ja mal. Ach so. Apfelbaum!
Hau ab, du! Das ist mein Böhmchen. Ich gehe in deine Fährte, Bö. Help! Help! Rippchen. Mehr Rippchen. Also doch schon an die Ecke erinnere ich mich. Ich glaube, mein Charakter war wie Level 23 oder 24 zum Schluss. Weiß ich ja nicht. Ja, ich auch nicht mehr. Das ist das Problem. Eigentlich ist kein Problem. Das ist eigentlich Rain. Wollt ihr was von mir? Ja. Meine Pöhle. Ich kann's damit annehmen. Die bringen wenigstens noch schön Asche ein. Oh, hallo. Wollt ihr was von mir? Man kriegt das, wofür man bezahlt. Ja? Würdigt unsere Soldaten. Ja. Okay. Wir müssen hinten erstmal hier was wegkloppen. Ah, ich glaube, das sind diesmal die größeren Ungetümer. Oh, wollen wir ein bisschen Holz hacken hier. Ich glaube, der Spast war tot. Der hat einen Spasten da dann hinter sich. Der Spast war aber auch tot. Auch sein Spasten seit hinter sich. Und dafür ist Spast Nummer 3. Ebenfalls tot. Ach, das auch. So, jetzt können wir es aussuchen. Entweder wir kloppen uns vielleicht da hinten durch oder wir machen erstmal da hinten. Ich glaub schon wieder. Sterb nicht. Also er stirbt. Das ist gut zu wissen. So, wir müssten jetzt eigentlich mal bald mal durch sein, ist das noch einer. Ist noch weg, was muss ich hier machen, Alter? Mal an die Freundschaftsanfrage. Ja, ist doch gut. Dann weiß ich auch, wo du bist. Du bist nicht mehr versteckt vor mir. Bist du noch da hin? Nicht genug MP. So, haben wir jetzt die Ecke hier fertig, ja. Auch neue Fähigkeiten erhalten, na endlich. Jetzt bin ich Stufe 20. Das freut mich für dich. Sieg für Valkyrn. Jetzt können wir auch die Spezialfälle. Oh, hallo. Nehme ich erstmal die hier vorne. Ich helfe gern. So, so. So, was machen wir jetzt hier vorne platt? Ach, das war das, okay. Die kostet es jetzt auch wiederum die Technik. Oh, ein bisschen saufen, dann geht's weiter. Wow, okay. Roll dich rum, Junge. Ich glaub, mein Mob. Ich habe wenig Mana für die Scheiße. So, okay. Ja.
hab gerade dreimal verstanden, jetzt lauern da und weg meine Mobs. Und ihr ernsthaft mit einem Hit killen, damit man die kriegt, oder? Ein paar ganzes Mana alle und ich habe nichts dabei bewirkt. Ja. Von Set nochmal. Ah, okay. Ach, da bist du ja. Ja, du Emo für Arme. Leck mich. Level 20. Nein, noch nicht. Du Arme. Ah ja, die Geschenkboxen. Mal gucken, was haben wir denn da schönes. Bestätige. Dann gucken wir mal, was drin ist. Ach, bloß ein paar Steinchen. Jetzt aber. Weißt du, was bei mir der Vorteil ist, bei meinen Fähigkeiten? Nein. Ganz einfach, ich kann die Verteidigung von den Gegner ausmerzen. Das ist gut, ich nicht. So, hier ist irgendwo noch so ein Vieh zum Killen, glaube ich. Ja, da hinten. Das kostet mich jetzt aber auch wiederum Lebenskraft. Allerdings, was? Das bin ich. Siehst du immer die Schilde, die da oben gehen? Was hast du? Siehst du immer die Schilde, die bei meinem Angriff immer broken gehen? Warte, nee, jetzt nicht. Jetzt nicht mehr. Das ist die Fähigkeit. Dass ich die Verteidigung wieder auf einen besseren Normal mache. Der Assassine tankt für den Gladiator. Das ist aber wärmlich. Der Assassine tankt für den Gladiator? Ja. Du hast gerade die Aggro gehalten von dem Vieh. Ja. Bin ja Basilisk, auch. Ei, das sollen wir holen, ne? Ja. Besser gesagt, die soll man, glaube ich, räuchern. Ne, die müssen wir einsammeln, okay. Ein paar sind ja noch irgendwo. Muss man schon mal ein bisschen umgucken. Eben ist noch ein bisschen. Ich versuche mal so ein Biest. Ach komm, schade an den Vieh. Ach Mann, Alter. Euch immer ein Händler um war. Haben wir denn hier noch ein paar Eier? Ja. Wie viele Basilisken-Eier brauchst du noch? Weiß ich nicht, warte. Dann bring da mal noch frei. Ja, eins habe ich gerade noch. Ah, ich auch leider. Okay, 555 Basilisken habe ich jetzt hier.
Runde würfeln für deine Schwerter, auch wenn ich nicht weiß, für was ich die jetzt noch brauche. Oh, das ist was, was ich hier brauchen könnte. Na ja, gucken. Sehr schön. Alter, ich brauche mehr Mana als ein Mage. Hey, die eine Aufgabe habe ich auch schon gelöst. Jetzt können eigentlich wirklich nur noch die Eier. Ja. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das esse ich gleich. Hä? Ein Ei. Ein Überraschungsei wenigstens? Nee, so ein Basiliskenei. Ah, schade. Das andere dann nehmen wir auch gleich noch mit. Das ist ein gutes Nest. Wow, die Dinger krepieren wirklich schnell. So, ich glaube, ich bin noch zwei Eier. Irgendwer hat eine Anfrage geschickt. Open Raid. Mhm. Das ist doch gerade komisch, halt. Alter, ernsthaft? Was? Alter, das ist eine Mana-Schlampe, der Typ. So schnell kommen wir da down? Nicht wirklich, aber ich kann mein Mana nicht so schnell aufladen, wie das Ding runterhebt und angreifen. Deshalb hast du auch die Klassen. Die Klassen kannst du ziemlich schnell machen. Außerdem spucken die Monster auch manchmal selbst Mana-Teile aus, Bruder. Ja, hätte ich jetzt auch sagen müssen. Was? Dass die Viecher das ausspucken, oder? Ja. Tun sie doch. Du musst nur öfter hier noch aufschlagen. Außerdem musst du ja nicht immer die Skills benutzen. Du kannst ja auch normal draufschlagen. Bist du aus? Ja, dafür ist das Prinzip gemacht. Nein. Kalten tue ich hier nicht, das geht gleich Full Damage drauf. Die wird aber sieht dieser Mana immer dann gleich down, das klingt doch null! Das bringt was, Radar. Würfelst du mal, Mann! Ne, den haben wir auch. Das sind die Eier. Ich hab das letzte gerade geholt. Ist das nervig, Junge? Wieso nervig? Weil dein Mana so schnell alle ist. Das ist doch kein Kämpfen, Junge. Ich hab einen Gladiator genommen, um stumpf drauf zu prügeln. Alter, hinten sind Eier ohne Ende, wenn du weggebrauchst, ey. Habt ihr doch schon alle. Das ist ja gut. Bin bereit, dann abgeben. 5 von 5, okay. Ja, hier ist eben nicht mit Schnur das Truffgekloppe. Hier muss man schon ein bisschen Hirnschmalz einsetzen. Das ist ja stumpf, wie ist das denn hier unter dem Basilisken grünes Ausrufezeichen? Hat hier irgendwas? Vielleicht. Ei, Aion, das war stumpf. Dures Kampf, Kassengekloppe, mehr nicht. Du musstest du nicht ausweichen oder sowas. Ja, dann musstest du auch die Pros und Kontras abwägen. Ja, toll, dann musstest du aber mehr auf die Skills und die Punkte achten, statt auf die Fähigkeiten auszuweichen oder nicht. Hier musst du gucken, wie du die Techniken richtig benutzt. Selbst ein Fernkämpfer kann hier Schwierigkeiten bekommen mit dem nahen Kämpfer. Ja, das kann man bei Aion auch. Nee, nicht mal ansatzweise. Doch. Wenn du hat man doch gesehen, wenn man Fernkämpfer ist, hat man den größten Nachteil bei Aion gehabt. Ja, wenn der Nahkämpfer, der Gladiator zum Beispiel, rankommt an den Bogenschützen oder den Magier, dann platzt der einfach weg. Ach, jetzt weiß ich wieder, was das Gründe bedeutet. Das ist eine spezielle Quest, die man abfüllen kann. Da gibt noch mal ein paar spezielle Bonis. Achso, das ist nicht wichtig, sagst du. Kommt drauf an, ich hab's eigentlich immer mitgemacht. Oh, Mana. Das ist nicht mein Mana, schade. Ja, die Klasse hier von mir, die macht ziemlich oft
Mana und Lebenskugeln. Das kann ich den Teil hier lassen. Mana-Pulle. Und auf den nächsten drauf. Ich muss hier irgendwas hin, aber... Eins der großen Nachteile, wir sehen hier auch noch, dass die Autos ziemlich da runter sind. Haben wir gerade wieder erlebt. Ey, das ist so eine Mana-Hure hier, Junge. Ich hab doch gesagt, du musst auch mal die Maus zum Schlagen. Mach ich doch. Ja, mehr als zweimal. Warte, ich bin jetzt schon. Dahin muss ich das Geld. Nur das Liste. Nicken, kannst du nicht treffen. Hab ich die jetzt fertig? Ne, der blaue Kringel ist immer noch da, ey. Scheiße. Das sind Tagesaufgaben. Meins habe ich gerade beendet. Du, ich hab keinen Bock, jetzt 10.000 von dem Mistviech, wo ich eine Stunde brauche, drauf zu kloppen. Eins mag jetzt noch den Schluss. Wenn du wissen willst, wie viele es sind, ich guck da mal den, warte, dann muss ich mal das machen. Bitte, ich würde was machen. Wenn ich mir von der Nachmittag irgendwann ein Zeichen mitkriege. Hier. Ah, okay. Das nächste ist dann da hinten. Bei die komische Muschel. Was da auf der Karte ist. Ich glaube, ist das. Innenbonus erhalten, das ist doch schön. Und viel Level Up. Oh, ist jetzt wirklich gut gemacht, aber. So, die Fischer ignoriere ich jetzt, das bringt nichts, Alter. So, was hier mit den drei Fragezeichen? Und das war's auch mit dem Klasse-Disk. Oh, hat sich sogar neu geöffnet wieder. So, wo bist du denn? Ach da, okay. Bei den Muskeln kann man alle Bede diesmal drin, das weiß ich. Das ist sogar für mehrere Gruppen geeignet. So. Hast du die Quest wenigstens schon abgegeben? Ich gebe die jetzt ab, ja. Dann bin ich beim roten Fragezeichen noch. Die Questgabe den Basilisken, das war Zeitverschwendung, ja. Nö, da gab's auch einen schönen Bonus, hey. Muss ich sagen. Schön für den Bonus. Man kriegt das, wofür man bezahlt. Kommt bald wieder. So, jetzt muss ich da hinten wieder hin, noch Fragezeichen, Alter. Hast du irgendwas Schönes bekommen? Neue Schlappen. Ja, irgendwas Brauchbares noch? Nö, kann ich eigentlich alles verscherbeln, wenn man es so nimmt. Ohne neue Axt. Kann ich das anziehen? Ja, kann ich. Achso, das ist mit Wasser. Okay. Okay, die anderen extrahiere ich. Auch das Zeug sowieso später mal. So, upgraded. Dass ich das nicht extra finden konnte, verstehe ich auch nicht.
Ach, scheiße, den Stiefel, den ich von dir habe, der ist zwar ab Level 20, aber der ist für Lancer gedacht. Ah, ja. Hättest du auch mal sagen können. Ich doch nicht, ich lese den Scheiß auch nicht. Ich zieh an, was passt, wenn nicht, dann kommt der Müll. Ja. Ist bei mir auch gerade so geendet. So, kann ich dann sagen? Das da wollt ihr was von mir? Verzaubern? Nein, ich will es nicht verzaubern. Oh, okay. Die haben wir fertig hier. Nichts Neues gekriegt. Wir haben ein paar neue Fähigkeiten, Vampir-Scheiße. Was ist denn das? Ob wir denn in die Muschel gehen, machen wir nochmal einen Fight. Bin zwar jetzt 21, aber naja. Ultraplatz fehlt noch. Ah ne, das ist das für spezielle Teile, okay. 10. 10 auf den Neger mit Hosenträger. Ah ja. Ja. So, jetzt zum nächsten. Was wäre deine Wir Aufgabe? Beenden den Part jetzt erstmal an dem Punkt und sehen uns in der nächsten Folge wieder. See ja. Schau mit auch, liebe Frau.